Herzlich willkommen zu einem etwas unorthodoxen Vortrag, und zwar Kochen für Nerds. In der Vorbereitungsphase der Linux-Woche haben wir uns so gedacht, was könnte man zum Mittag essen? Aber haben im Internet recherchiert, haben versucht, Formeln und Theorien zu finden und haben schon so erste Versuche gemacht, wie man Zubereitung von Speisen auch irgendwie technisch angehen könnte. Sind aber nicht ganz weitergekommen, konnten uns auch nicht darauf einigen. In der Brainstorming-Phase sind wir dann auf einen richtigen Kopf gestoßen, der das auch wirklich gelernt hat. Und da haben wir gedacht, wir laden den Peter ein, so Gerichte dazu zu bereiten, die einfach verständlich sind, die auch jeder nachvollziehen kann, aber die wir im Zweifel auch zu Hause nachkochen können, ohne einen Meisterabschluss als Koch. Der Martin hat noch so spannende Utensilien besorgt. Wir müssen dir einmal herzeigen, haben wir uns das gesagt. Das Product Placement, das wurde unterstützt von der Firma GetDigital.de und das ist halt für Nerds, so wie wir sind, einfach die nützlichsten Sachen halt und so. Das finden wir halt im Internet, wenn wir nach Kochen suchen, ja? Genau. Grafikkarten. Und Pac-Man und... Kennt man. Ich würde sagen, ich würde mir das Wort einmal kurz an dich übergeben, dass du mir kurz deine Gedanken noch erläuterst, was du mir gedacht hast, okay, dass du Nerds kochen könnten oder auch nicht. Also, wie es der Christian gesagt hat, es wäre vielleicht gescheit, hat er gemeint, wenn wir was machen, was einfach ist. Ursprünglich war die Idee, dass wir was machen würden, was mit Fertigprodukten anfängt. Das, wo man das dann aber einfach ein bisschen aufpeppt für zu Hause, dass das nicht so banal ist, wie wenn man es einfach in die Mikrowelle stellt und wieder herausnimmt. Und dann haben wir gesagt, wir kochen vielleicht doch was. Dann war kurz die Überlegung, man macht vielleicht irgendwas, so Food Hacking, Molekularküche oder sowas, aber wäre ja viel zu schwierig für die kurze Zeit da und würde irgendwie eventuell dem Thema Kochen für Nerds entsprechen, weil ja mehr Anspruch und vielleicht doch ein wenig Wissenschaft dahinter, aber im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, dass die Zeit für alle Kocherinnen eventuell im Berufsleben und im Alltag viel zu kurz beschnitten ist für recreational Sachen wie Kochen und in der Matte liegen, und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen irgendwas, was einfach geht, mit einfachen und frischen Produkten. Und da würden wir anfangen mit einer Eierspeise, mit Kürbiskernöl und dazu einem Gewürzbrot, mal für am Morgen. Und ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Ist nicht besonders schwierig. Ich habe da schon ein wenig Obers hineingegeben. Pro Portion nehmen wir 2 Eier, also wir machen 3 Portionen einmal vor. Ich kann nicht für den ganzen Saal kochen, das geht sich da mit dem Equipment nicht so richtig aus. Deswegen belassen wir es bei 3 Portionen. 1, 2. Wie viele Eier pro Portion? 2 Eier pro Portion, das heißt dann 6 Eier. Schneiden können wir ja leider auch nicht so richtig jetzt, also nicht fürs Live-Publikum. Wären wir bei frisch gekocht, könnte ich es rausschneiden, wenn ich einen Blödsinn mache. Mir wird sicher irgendwas passieren. Im Fernsehen wird es vorbereitet. Bitte? Im Fernsehen wird es vorbereitet, oder? Ja, im Fernsehen wird es vorbereitet. Ich kenne sogar den Kollegen von frisch gekocht, den Thomas Herz. Mit dem habe ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet und bereite die ganzen Sachen für frisch gekocht vor. So, ich habe jetzt den Obers und die Eier vermengt. Die verrührst einfach nur ein wenig. Und wenn du jetzt noch ein richtiges Rührei haben willst, dann würde man einfach das machen wie bei einer Eierspeise. Und ganz langsam mal Butter zergehen lassen. Wie viel Obers war das jetzt? Circa 125 Gramm Obers oder 125 Milliliter für 6 Eier. Also es ist wirklich nur ein kleiner Schuss Obers notwendig. Manche nehmen aber überhaupt kein Obers beim Rührei dazu und nehmen stattdessen sehr viel Butter. Ja? Also da wäre jetzt eine doppelte oder dreifache Menge Butter da drinnen. Und man wird nur die Eier reingießen in das ganz leicht lauwarme Fett. Ich mache es mal ein bisschen dilettantisch und heiz das mal auf, weil wir wollen ja fertig werden auch noch. Wie viel Zeit haben wir noch?
Viel zu wenig. Viel zu wenig. Naja. Ich bin der Meinung, alles wird besser. Und genau darum geht es ja, ja. Ich bin persönlich der Meinung, alles wird besser mit Zwiebel. Alles wird besser mit Zwiebel, da hat er absolut recht. Alles macht man mit Zwiebel. Wenn man irgendwie gute Suppe machen will oder sowas, Zwiebel nicht vergessen, nur die Karotte reicht nicht. Seht ihr? Bitte? Würde ich generell, wenn ich jetzt nicht Veganer wäre oder sowas, würde ich generell Butter nehmen, weil der Geschmack von der Butter besser ist und es in der klassischen Küche einfach wirklich genauso gemacht wird, dass man Sachen nur mit Butter macht. Man nimmt auch bei einem Spiegelei, würde man auch nie ein Öl nehmen und das Spiegelei so braten, so braun braten, wie man das richtig macht. Ich habe schon in den diversesten Lokalen gearbeitet und wenn man wirklich auf einem höheren Niveau kocht, dann wird auch auf Sachen wie Spiegeleier Wert gelegt und da wird normalerweise jetzt die Butter reingegeben in die Pfanne und wenn es so zergangen ist, dann salzt man das von unten. Man salzt da nicht von oben auf ein Spiegelei normalerweise. Gut, in dem Fall ist es ja nur ein Rührei. Wir haben da das zerschlagene Ei, das Oberst, da geben wir ein bisschen Salz hinein. Wer will, kann auch einen Pfeffer reingeben. Wer einen Mangel hat an Kalzium und diesen ganzen Sachen, was in der Schale drinnen sind, der kann es ja mal versuchen, wenn es ihm schmeckt. Das ist sicher sehr knusprig. Ja, bissfest. Dann gibt es einen leichten Crunch, wenn man es mit Schale macht. Und wie gesagt, das Fett darf nicht zu heiß werden. Das Kürbiskernöl, ein steirisches. Weil wir haben ja gesagt, wir machen irgendwas mit Pep. Pfeffer? Bitte? Später, ja. Wo ist denn das Holzbrett? Hier bitte. Das brauche ich zum draufstellen. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Also das Brett haben wir noch. Eignet sich sehr toll, ist abwaschbar und auch lebensmittelrecht und schaut irgendwie nice aus. So, und wir machen ja zu unserer Eierspeise, / Rührei, machen wir auch noch ein Gewürzbrot dazu. Das Gewürzbrot ist einfach nur ein Schwarzbrot, das wir anrösten werden in einer Butter und mit ein paar Gewürzen verfeinern werden. Man könnte jetzt ein vieles nehmen. Man könnte jetzt nehmen, was könnte man alles nehmen? Spices Gewürzmischung. Hier ist ein Brot. Wie meinst du das Brot? Ja genau, kannst du ungefähr so dicke Scheiben schneiden? Ja. Man kann jetzt ein Five Spices nehmen, Curry, vielleicht Daumen dick ungefähr, selber macht, Paprika oder sowas und ein bisschen Rosmarin rein. Auf jeden Fall irgendwas, was einem halt Freude bereitet für den Tag und was einen runter macht. Ne? In dem Fall habe ich mich entschieden für Chili, Curry und Kreuzkümmel. Kreuzkümmel schmeckt ein bisschen anders, das ist nicht alltäglich, das schmeckt ein bisschen frisch. Curry macht es irgendwie interessant und der Chili gibt den Pfeffer zum Aufstehen in der Früh, glaube ich, ist das ganz nett. Wichtig würde ich auch noch sagen, ist, immer das richtige Werkzeug zu verwenden. Okay. Genau, ich schneide es nochmal durch. Dankeschön. Ja, das geht bei Induktionsherden ziemlich schnell. Wie gesagt, ich habe es angekündigt, es wird wahrscheinlich ein kleiner Fauxpas passieren. Ich, für meinen Geschmack, entrinde das Brot gerne. Manche lassen gerne die Rinde oben in das heiße Fett, in die heiße Butter, jetzt nicht lauwarm wie beim Rührei, gibst das Brot hinein und dann kannst, wenn du willst, ein bisschen mit Salz auch würzen. Salz gibt man normalerweise immer zum Schluss dazu, aber das ist nicht so tragisch, auch wenn man es am Anfang dabei reingibt. Eine elektrische Peugeot-Mühle, die hat der Kollege Martin, wo hast du die hergenommen? Aus Paris. Aus Paris, direkt aus Paris. Fantastisch. So, und jetzt lassen wir das langsam ein bisschen antoasten und versehen das Ganze mit Gewürzen. Das ist nicht so tragisch, die Reihenfolge. Wichtig ist, dass man zwar heiß ist beim Toasten mit Butter, aber dass man es nicht zu heiß macht. Sonst verbrennt es. Ja, ist klar.
Butter verbrennt ziemlich schnell, beziehungsweise die Molke, die darin enthalten ist, neigt dazu, sehr schnell zu bräunen und schwarz zu werden. Franzosen verwenden das gerne. Die machen auch hauptsächlich schwarze Butter, Beurre Noir, wenn sie jetzt irgendwelche Meeresfrüchte machen. Meeresfrüchte machen die Franzosen gerne mit Beurre Noir. Die ist dann wirklich dunkel und fast verbrannt. So, da haben wir den Curry. Was mir sehr wichtig ist beim Kochen, immer einen sauberen Tisch zu haben. Und Chili. Das ist wichtig, vor allem einen Assistenten, der das macht, während irgendjemand blöd daherredet die ganze Zeit. Ne? Kann ich genug Assistenten haben, oder wie? Ja, ein bisschen stärker als mittlere Hitze. Und wenn wir das fertig haben, können wir, da wir ja nur eine Platte haben, da drinnen das Rührei machen. Beim Rührei ist, wie gesagt, wichtig, dass die Hitze nicht zu hoch ist und dass man es tatsächlich rührt. Ich habe da einen Soßenbesen. Ja, das kennen vielleicht viele nicht, das nimmt man. Und Soßen, ja, ist sehr selten. Meine Mutter hat mich, irgendwann habe ich das mit nach Hause genommen von der Arbeit und meine Mutter hat mich gefragt, was das ist überhaupt oder so. Ne? Und das ist halt nicht alltäglich, dass die Mama das zu Hause in der Küche hat, einen Soßenbesen. Der ist ganz praktisch, weil man kann damit immer alles vom Grund aufrühren. Das heißt, es brennt nicht so leicht an, legt sich nicht so leicht an am Boden. Und es bleibt auch nicht so in einem hohen Topf, bleibt, wenn man mit so einem Soßenbesen umrührt, auch nicht so leicht in der Ecke. Und bleibt dort und brennt an. Ne? Ginge eine Gabel auch? Bitte? Ginge eine Gabel auch? Ginge eine Gabel auch, natürlich ginge eine Gabel, aber würde man jetzt beispielsweise eine Teflonpfanne haben, würde man damit den Boden zerkratzen. Okay. Und Gabel ist halt nicht so großflächig. Bei einer Gabel hast du halt nur 4 Zinken, die den Boden berühren. Da hast. Das ist die Windung, eine Kontaktstelle am Boden. Die nicht so professionell ausgerüstet sind, könnten auch ein Besen oder Frühbesen nehmen. Ist das eine Alternative, die zulässig wäre? Ja, das ist ja auch ein ganz ein tolles Besen, das wollten wir ja noch zeigen, genau. Das hat der Martin auch besorgt, oder war das der Christian? Ja, ich habe es noch zu Hause natürlich. Ich bin ja wirklich Geek. Ne? Okay, und wenn man nicht so viel redet, geht sowas ja auch entsprechend schnell, das Rührei. Wir wissen ja, Eier aufschlagen, Obers dazu. Ein bisschen verträumt schauen und schon ist es verbrannt und gut. Über nachdenken, was wollte ich noch programmieren oder was funktioniert gerade nicht, was muss ich noch machen. Dann dreht man sich einmal um, schaut in die Pfanne und weiß, man kann wieder von vorne anfangen. Ich mache jetzt ausnahmsweise ein bisschen schneller, weil wir wollen ja fertig werden. Kannst du mir noch einen Gefallen tun und da weiter rühren? Mach ich. Immer schön. So im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Komplett egal. Ich möchte eigentlich nur die Flasche öffnen, damit wir richtig viel Kürbiskernöl reingeben können. Da muss man nicht zu viel nehmen, weil sonst wird es ja zu gallig, aber so ein bisschen Kürbiskernöl da drinnen, das gibt einen ganz netten Geschmack. Schaut ganz lustig aus. Ein wenig noch, wo war das, der Exorzist? Ja genau, die Linda, die hat das so gemacht. So, und das wäre jetzt ein richtiges Rührei, das ist gerührt, das ist nicht zu durch. Und das geben wir jetzt in 3 so Schalen hinein. Ich jetzt einfach da so auf. Das ist jetzt nichts Großartiges. Schmeckt aber wahrscheinlich ganz gut. Wahrscheinlich. Wem es zu wenig ist, ja, schalten das aus und stellen das da drauf. Wem es zu wenig ist, der kann natürlich die Menge an Ei auch erhöhen. Da gibt man ein bisschen Gewürzbrot dazu. Mhm.
gesagt, gehen wir noch ein bisschen Dekoration dazu. Habe ich von zu Hause mitgenommen. Macht zwar keinen Sinn, da ein Salbei dazu zu geben, schaut aber ganz schön aus. So, das wäre jetzt nochmal die Eierspeise. Bitteschön. Das wäre das Erste. Könnt ihr euch vorstellen, dass du das zu Hause machen könnt? Ja. Eierspeise ist nicht so schwierig. Einfach ein bisschen Kürbiskernöl rein und das fetzt schon ganz anders, als wenn man nur zwei Eier in die Pfanne haut. So, Leute. Dankeschön, die Minze. Jetzt kommen wir zur Hauptsache. Das nehmen. Dankeschön. Das wären jetzt die Melanzani. Da machen wir eine Minzmelanzani. Da schneiden wir einfach nur die Melanzani in der Hälfte auseinander. Kennt ihr vielleicht schon mal, wart ihr vielleicht schon mal bei einem Türken oder irgendeinem Lokal aus dem mediterranen Raum, wo ihr sowas bekommen habt? Die machen ja auch besonders viel mit Melanzani. Wer kennt sich da ein bisschen aus? Wer war schon mal auf Urlaub irgendwo da unten? Du? Ja? Ja, ich bin ganz gut. Was hast du da gegessen mit Melanzani? Oder? Moussaka. Ha? Moussaka. Moussaka, ja, das ist ja jetzt die griechische Geschichte, oder? Ist mediterran, oder? Bitte? Zählt zu mediterran. Ja, ja, zählt zu mediterran dazu. Aber ist jetzt nicht irgendwie das so. Das war keine Frage, sondern das war eher eine Feststellung. Ja. So, kannst du was helfen? Was hast du dir? Na, also wir schneiden die Melanzani einfach in der Hälfte auseinander, dann schneiden wir es kreuzweise ein, streuen ein bisschen Salz drüber. Ich habe da Meersalz, ein ganz besonders gutes, das ist ein Fleur de Sel. Das nennt sich so, weil Salz an der Oberfläche von so Salzteichen so Blumen ausbildet und die werden dann abgeschöpft und das ergibt ganz, ganz feine Kristalle, die so richtig schön knusprig sind und irgendwie wie so Flakes ausschauen oder Chips, wenn man so möchte, ja, so zerbröselte. Und das gibt dann einen schönen Crunch beim Reinbeißen und das schmeckt auch ganz gut. So, bekommt man in Wien, in Julius Meindl? Ja, beim Julius Meindl am Graben kriegt man das sicher. Eventuell sogar beim Merkur, glaube ich, kriegt man mittlerweile schon ein Fleur de Sel. Nicht mehr so was Besonderes. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr Olivenöl nehmen. Da kann man schon ordentlich Olivenöl nehmen, vor allem wenn man das als Hauptspeise isst und eher auf Fleisch verzichtet. So. Dann haben wir da die Minze. Die ist nett fürs Dessert. Die nehmen wir so wie die Türken das machen. Auch bei Hauptspeisen dazu. So, schneiden wir einmal drüber eventuell. Oder schneiden wir es nur so leicht an. Pressen das vielleicht ein bisschen, dass die ätherischen Öle gescheit rauskommen aus der ganzen Geschichte. Schmeißen das da rein. Man kann das Ganze natürlich auch im Ofen machen, wenn man einen Ofen hat. Wir haben da leider keinen Ofen zur Verfügung. Darum machen wir es ganz einfach in der Pfanne drinnen. Kann man natürlich auch eine Butter reingeben, aber wie gesagt, ich habe jetzt nur Olivenöl genommen und Butter birgt immer die Gefahr, dass es verbrennt einfach zu schnell. Ja. So. Und wir haben das Ganze da rein. Und müssen das, weil wir so begrenzt sind, wahrscheinlich auch ein wenig, damit wir das beschleunigen können. Wie viel Zeit haben wir noch, lieber Martin? Nicht, dass wir zu langsam unterwegs sind. Es ist 23, also wir haben noch eine 2-3 Stunden. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wir machen das einfach wie Wetten das, wie wir ziehen einfach. Die Jüngeren von euch werden sich an Wetten das nicht erinnern. Macht nichts. Googelt, ne? Genau, googelt. Senf, Einkaufskorb. Die Wette kennst du? Ist vielleicht ein bisschen unanständig. Achso, ja. Im Einkaufstor. So. Dann machen wir die
ich mit Martin und der kriegt was zum Essen. Und so, ich habe jetzt da nur weil wir es wirklich beschleunigen müssen, ein wenig Wasser dazugegeben. Normalerweise würde ich das nicht machen. Man wird die Melanzane tatsächlich nur im Olivenöl da liegen lassen bei mittlerer Hitze und wird da jetzt eine Alufolie drüber schlagen. Können wir nicht machen. Deswegen gehen wir einfach ein bisschen. Darf ich das entfernen? Was ist da? Das kann ich weggeben. Ja. Nur die Pfanne kräuchert. Ah, so, das ist ja ganz galant. So, und wir geben das da rein und lassen das da drinnen ganz einfach ziehen und gar werden. Das heißt, kriegt die Melanzane die Hitze von unten und die ganzen ätherischen Öle von der Minze gehen hinein ins Fruchtfleisch von der Melanzane. Ist ja nicht so schlecht. Da machen wir einen Express-Couscous, das heißt, wir kochen nur ein Wasser auf und da leeren wir dann den Couscous rein und warten, bis er aufgeht. So einfach. Kreuzkümmel dazu, türkisch genug und fertig. So wie sie es so schön sagen. Ne? Wird das Wasser gesalzen? Ja, das Wasser wird gesalzen, beziehungsweise nehmen wir statt einer frischen Gemüsebrühe, nehmen wir Gemüsebrühwürfel, weil das hat auch jeder zu Hause. Und wer setzt sich denn schon frische Gemüsebrühe zu Hause an? Das schaut ganz nett aus, bei frisch gekocht oder wenn der Herr Koster das sagt im Fernsehen, dass man sich das bitte schön selber machen möchte, aber in Wirklichkeit macht sich ja niemand selbst, diese Gemüsebrühe zu Hause. Man nimmt dann Brühwürfel und dann macht man das auch klar. Gut. Was ist mit der Zwiebel? Kannst du mir das vielleicht noch auswaschen mit einem Krug? Bitte? Noch ja, die macht man vielleicht noch mit beim Couscous. Die gibt dann noch ein bisschen einen Geschmack ab. Damit man ein bisschen was Frisches drinnen hat im Couscous, das ist ja auch sicher auch ganz nett. Wer von euch kocht zu Hause gerne? Was kocht ihr am liebsten? Wir mal wieder anfangen für Ladies First. Steak, tatsächlich? Ja. Und womit? Was geben wir als Beilage dazu? Wie Beilage? Steak ist doch alles, oder? Vogelsalat. Vogelsalat ist die wienerische Version vom Feldsalat, ne? Ja, genau. Oder Rapunzel sagt man auch dazu. Rapunzel sagt man allen Orts zum Vogelsalat. Gut, ich bin auf dem Feld, da sagen wir. Ja, Eiskrautsalat ist auch ganz gut. Oder? Ja. Wer kennt Eiskrautsalat? Nein? Eiskrautsalat. Schaut so aus wie ein Vogelsalat. Von der Form her schaut so aus wie ein Vogelsalat. Beziehungsweise eine Mischung aus Vogelsalat und Sie kennen das Gartenkraut fette Henne. Das ist ein Sukkulent. Das hat so ein bisschen dickere Blätter. Und von der Oberfläche her ist es ein bisschen wie Dings, wie der Salbei, also so uneben, ne? Wie ein Salbei, uneben, ne? Nur halt sehr dicke Blätter und es ist halt sehr Vitamin C und eisenreich, also das ist gut auch sicher für Leute, die in der IT arbeiten und vielleicht sich doch oft falsch ernähren, man sollte essentiell darauf achten, dass man ab und zu mal irgendwas kauft, wo ein bisschen mehr Vitamine drin sind und das Ganze vielleicht auch frisch kauft. Gibt es alles am Naschmarkt, habe ich schon oft dort gesehen. Das ist auch ganz fest und schmeckt, ist auch viel knackiger als ein Rapunzel. Ja? Könnte man auch mal nehmen. Nur so ein Einfall. Willst du noch irgendwie einen Smalltalk anreißen zum Thema Kochen, damit wir nicht runtergehen mit unserer Show da? Weil es dauert ja schon eine Weile, bis das Wasser aufkommt. Es ist genauso wie bei IT, also wie bei was Gescheiten, es kostet ein bisschen Geld, aber es hat Sinn. Es hat Sinn, auch gescheite Produkte zu kaufen, die nicht das billigste von billigen sind. Wir versuchen natürlich Kosten zu sparen, kein Thema, ist eh logisch. Und Geiz ist geil, finde ich nicht so toll, persönlich. Aber auch beim Essen, das ist das, was wir zu uns nehmen. Ja? Das ist wie gesundes Wasser, oder egal was wir tun, ja? das gibt unseren Körper. Ja? Und daher sollten wir vielleicht schon schauen, auch dementsprechend gesunde und nicht über die billigsten Lebensmittel zu kaufen, sondern wirklich ausgewogen natürlich und natürlich Bio-Kontainer. Gehört auf alle Fälle.
Willst du noch was zum Thema Essen sagen vielleicht? Weil ich bin mittlerweile schon ein wenig nackt. Ich bemühe mich, das Ganze irgendwie aufrecht zu erhalten und ein bisschen einen Schwung drinnen zu lassen, aber ich tue mir schwer, wenn das mit dem Wasser aufkochen so lange dauert. Ich bin mehr der Typ, der eher immer beim Kochen ist, wenn er kocht. Na, was aber ich im Moment mache, ist eher so Balkongärtnern, also Tomatenpflanzen, Tomatillos, drei Zitronenbäume schon. Drei Zitronenbäume schon? Ja. Wow. Ein ich habe bis jetzt nur Kirschtomaten gehabt. Haben wir auch, ja. So einen Stangenapfelbaum auf dem Balkon und ja. So kann man sich da auch ein bisschen so die eigenen Kräuter, also die Kräuter für die Küchenschnittlauch und so, das haben wir alles am Balkon draußen. Man braucht dazu nicht einmal einen Garten. Und es ist auch irgendwie ganz schön, wenn man ein bisschen Grün vom Fenster hat. Es geht sogar am Fensterbrett, wenn man das so verankern kann. Also man muss halt ein bisschen waschen, wenn man in der Nähe von Straßen geht. Ist auch eine nette Möglichkeit, sich ein bisschen auch selber für den subjektiven Eindruck selber zu versorgen. Damit könnte man mal starten. So. Während es jetzt anfängt aufzukochen, schön langsam wird es ja doch irgendwann mal was werden. Hätte ich gesagt, fangen wir mal an mit der Nachspeise, mit dem French Toast. Da nehmen wir auch wieder einfach ein wenig Obers. Wir kauft einen Brioche Toast. Unser Koch hat es empfohlen, weil der Brioche Toast hat schon mal einen höheren Zuckeranteil. Ja, ist ein wenig süßer, ist viel weicher, ganz, ganz soft. Manchmal ist auch Safran drinnen in so einem Brioche-Teig, wenn man Glück hat, wenn man gescheiten Bäcker erwischt hat. Ja, der vom Band eher nicht, aber ich darf nichts anderes. Aber es sieht ja auch in Ordnung. Dann haben wir Safran auf dem Fenster, auf dem Weinviertel. Weinviertel aus dem Safran. Wollte irgendjemand vielleicht noch das Rührei kosten, bevor es komplett kalt wird? Du warst das, ja? Okay. Wir haben da Löffel. 15 Gramm, bitte. Ja, ich habe jetzt. Wenn du deine Serviette magst, John, kannst du da eine Fruchtgreife immer von oben drauf drücken. Sieht so aus, Safran. Bitte. Ich glaube schon. Oder seid mal böse, wenn ich das jetzt hergebe? Ich glaube nicht. Nein, bitte. Eine Chefportion muss da bleiben, glaube ich. Bitte schön. So. Vielleicht magst du mit deiner Freundin. Bitte schön. So, und wer jetzt nichts kriegt, kriegt dann halt bei der Melanzane ein bisschen was. Und oder auch nichts, und das gleiche gilt dann natürlich für das Dessert. Ne? So, zurück zum French Toast. Ich habe ein bisschen ein Obers genommen, habe es reingeleert in die Schüssel. Ich gebe jetzt da braucht man natürlich ein wenig mehr Obers, weil das soll ein bisschen saftig sein, dieser French Toast. Und doch halt antoasten und fest werden an den Außenseiten. Und von daher nehmen wir jetzt nicht so wenig wie beim Rührei, sondern nehmen für drei Eier 250 Gramm plus 100 Gramm, so circa 300 Milliliter oder 320 Milliliter für drei Eier. Und das reicht dann für drei Portionen French Toast. Müsste funktionieren. Nimmst einfach nur die Eier, schlagst das rein ins Obers. Man könnte auch Milch nehmen. Habe ich dem Martin gesagt, darum hat er wahrscheinlich auch eine gute Heumilch gekauft. Oder man könnte auch nur Milch nehmen, dann nimmt man vielleicht dann ein Ei entsprechend mehr der Menge, wie man halt braucht. Haben wir einen Zucker noch? Habt ihr noch einen Zucker? Weil sonst nehme ich meinen Zucker. Ich habe zu Hause gemacht einen Blütenzucker. Der schaut jetzt nicht besonders schön aus, weil ich ihn nicht gefärbt habe. Ist von frischen Veilchen aus meinem Garten. Veilchen wachsen überall, also wenn man Maßweg oder irgendwo dort hinten, 15. glaube ich ist das, da drauf geht, wird man wahrscheinlich welche finden. Es ist halt die Jahreszeit entscheidend, dass man was Gutes findet. Und die kann man sammeln und die kann man trocknen. Oder man macht dann Zucker, ja, und dann nimmt man einfach die frischen Veilchen für so eine Handvoll, ca. 200 bis 300 Gramm Zucker, haut das Ganze rein in die Moulinette von der Oma, ja, macht einen Deckel drauf, drückt einmal drauf und wenn es ganz frisch ist, schaut es wirklich sehr schön aus und ist auch noch so richtig lila. Mit der Zeit, wenn das jetzt ausgetrocknet ist und wenn man es ein zweites Mal vermalt, sodass man es auch wirklich gut verwenden kann, schaut es nicht mehr so schön aus, wenn man es nicht gefärbt hat. Man könnte natürlich auch das Ganze einfärben, ich habe mir das aber erspart. Es riecht aber trotzdem sehr interessant und schmeckt auch eigentlich ganz gut. Ich gebe davon jetzt ein
drei Händchen, das sind drei Esslöffel circa, das wären so... Nein, Händchen, ich habe ja nicht die ganze Hand genommen. Ne? Also, da kommt der grüne Mann zum Einsatz. Ich dachte, Lisa, was hast du? So, und dann verschlagen wir das Ganze. Vanillezucker kann man auch nehmen, auf alle Fälle, ja. Nein, Vanillezucker würde man anders machen. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber es wird zu nichts führen, weil Vanillezucker würde man am besten machen, wenn man die Vanillestangen, die man schon ausgekratzt hat und wo man das Vanillemark vielleicht schon für was anderes verwendet hat, einfach in ein Einmachglas reintut, ja, und in das Einmachglas, wo die Vanillestangen drinnen sind, einfach noch einen Kristallzucker drauf leert, ja, und das dann circa 2 Wochen stehen lässt, dann hat man einen guten Vanillezucker. Je länger es steht, desto besser ist natürlich klar, weil das muss ja durchziehen, das Aroma. Aber es ist schade darum, würde man jetzt das tatsächlich so vermahlen und mixen mit der Vanille. Es wird wahrscheinlich schon noch ein Stück intensiver werden, aber ob man das jetzt wirklich machen will oder nicht, das kann man selbst entscheiden. Ich würde es nicht machen, es geht auch so genug Aroma heraus aus der Vanilleschote, weil man wirklich nur die Schale davon verwendet und die in Zucker reintut und da drinnen den Zucker ziehen lässt mit der Schale von dieser Vanilleschote. Gut, das Ganze jetzt verschlagen. Jetzt brauchen wir den Brioche Toast. Da machen wir es uns eigentlich auch ganz einfach. Nehmen wir eine Tasse. Kannst du eine Tasse geben? Danke. Wir nehmen einfach die Brioche-Scheiben, tun die hinein, dunkeln die, lassen die nur ganz kurz da drinnen. So, eine. Ich würde sagen, wir nehmen 2 Scheiben pro Portion. Machen wir wieder 6 Scheiben. Haben wir vielleicht noch so Tassen oder so geht da unten noch was raus oder irgendwo? Dass ich nicht so einen fetten Haufen habe, das kriegt da nicht rum. Dankeschön. So. Mittlerweile werden wir da auch irgendwann mal weich werden. Jetzt sollte das dann mal anfangen zu kochen. Und wir haben schon unseren French Toast fast fertig vorbereitet. Ein Scheibchen fehlt noch. Gibt es noch ein Scheibchen, Martin? Dankeschön. Das ist ja auch eine ganz gute Sache. Oft entstehen aus Zufällen die besten Sachen. Aha. Ich habe auch schon mal nur gehabt zu Hause alte Champignons, ein wenig Basmati-Reis und Blattgrün und Käse und habe halt dann einfach die Champignons geröstet, in den Reis hineingegeben, ein bisschen Blattgrün dazu, ein wenig Käse drüber getoastet, also von oben gratiniert und schmeckt auch ganz gut. Man muss sich noch was einfallen lassen mit den Sachen, die man zu Hause hat und man muss nicht wirklich zu Fertigprodukten greifen. Es gibt zwar schon auch wirklich gute Fertigprodukte, Tiefkühlprodukte vor allem, die gut sind, wo auch viel Vitamine drinnen sind. Man hat unter Umständen Glück, sogar wenn man eher zum Tiefkühlprodukt greift oder ist halt vielleicht gescheiter, wenn man zum Tiefkühlprodukt greift. Bei Gemüse, weil da mehr Vitamine drinnen sind als in einer Karotte, die jetzt 3 Tage beim Merkur liegt in einer Gemüsekiste. Ja? Also ist man vielleicht ab und zu mit Tiefkühlgemüse doch auch besser beraten. Das klingt zwar nicht so extravagant und naja. Aber ich kann das bestätigen, da ich aus dem Machfeld komme und die Austria Frost oder eben alles Iglo, ne? Die sind der Stunde vom Feld, also die Erbsen zumindest vom Feld in der Dose oder in die Dose
tiefgefroren. Das ist Fakt, das funktioniert wirklich. Und manchmal sind sogar Druck oder Zeit. Echt? Ja, es sind definitiv mehr Vitamine dann drinnen, ja. Das verstehe ich mit deinen Armen. Machfelder. Bist du der Machfelder, Martin? Ja, genau. Der Machfelder, Martin. Na gut, dann. Wird es doch bald einmal kochen. Schaut so aus, ja. Wir könnten Glück haben, dass heute noch fertig wird. Also hätten wir es einfach sauber und hätten. Wir machen jetzt mal immer gescheiter. Wir hätten ja vielleicht vorhin das im Bock machen können und den Rest, weil die Induktion natürlich viel geiler ist. Also ich am liebsten. Also, könnte man. Ja, haben wir noch den Topf da? Beschleunigen wir das Ganze ein wenig. Doch, kochst du am liebsten? Nehmen wir den Topf. Schauen wir mal, ob er auf der Induktion geht. Ja, das ist. Glaubst du, man kann sich täuschen? Nee, der von mir, der funktioniert er. Das ist unser, ja. Ja, perfekt. Gut. Na dann räumen wir das ganze Besteck. Sei vorsichtig mit dem Messer, also mit Fleischmesser. Auf dein Messer. Ja. Gut. Das ist ja schon soweit. Wir tun es jetzt mal auf die Seite. Das ist schon butterweich, die Melanzani. Genau. 2002. Ja, das ist schon ein bisschen mehr als das räumige Scheibchen da. Sehr gut. Ja, nein, das ist auch genügend Wasser, da haben wir genug Couscous zum Kochen. Wenn man Deckel drauf tut, geht es doch schneller bei ja, der Energie. Ja, machen wir natürlich. Könnte man. Schau. Man muss sich zu helfen wissen, ja. Wichtig ist, wenn man was haben will, das schneller kocht, dass der Deckel schließt. Wie weit er über den Rand hinaussteht, ist irrelevant, solange man keinen Gasherd hat. Wenn man einen Gasherd hat, ist es natürlich ein Problem, wenn die Flammen auf der Seite nach oben züngeln, auf den Deckel hinauf, da würde man sich verbrennen können. Aber so, wenn man Induktion hat oder einen Elektroherd, komplett egal, wie groß der Deckel auch sein mag, am besten ist es, er ist größer als er ist kleiner. Das ist klar. Weil sonst fällt der Schatz rein. Peter, mit welcher Technologie kochst du am liebsten? Bitte? Mit welcher Technologie kochst du am liebsten? Ich habe in meinen blauäugigen Zeiten, wo ich noch tatsächlich Koch war, habe ich am liebsten mit Gas gekocht. Da hatten wir im Steirereck so eine große Kochplatte, da hatte man die wurde mit Gas beheizt, da haben wir so einen großen Ring gehabt darunter. Und da war so richtig dick Hitze da. Das war so richtig sehr, sehr viel Hitze und sehr intensiv. Man hat auch dementsprechend in der Küche 60 Grad Raumtemperatur gehabt, so circa. Es war schon wie in einer Sauna. Und der Vorteil bei so einem Gasofen, ja, ist der, oder es gibt diese Öfen gibt es auch mit Kohle zum Beheizen. Manche machen das jetzt, auch jetzt noch, wenn sie sich zu Hause eine Küche einrichten. Warum auch immer, ja, die haben dann wahrscheinlich Sklaven zu Hause, die ihnen die Kohle anzünden. Aber gibt's, naja, und der Vorteil bei so einem Herd ist, man hat in der Mitte die ganz, ganz starke Hitze. Ja, danke schön. Man hat immer Vollgashitze in der Mitte, danke, bei so einem Herd. Und wenn man einen Topf auf die Seite zieht, dann schmort da auf der Seite einfach und man braucht nichts am Herd herumstellen. Ja? Also, okay, ich sehe schon, wir reden zu viel. Da tanzt schon jemand mit 3 Minuten dann herum. 13.40 Uhr. Das ist schon. Okay. Und wir müssen 13.45 fertig sein, oder? Ja. Na gut, ich hole das Eis. Also, Gemüsewürfel. Was haben wir noch gesagt? Miso-Paste, ja, Miso-Paste. Etwas Miso-Paste hinein. Ich packe das mal da auf die Seite. Ah ja, das war süß, ja. Hast du vielleicht noch einen Löffel für mich? Ja. Dankeschön. Schon sehr intensiv, kann man lassen. Das mal daher. Geben wir ein bisschen Kreuzkümmel auch rein. Was man auch noch reingeben kann, wenn man so ein bisschen auf die arabische Schiene geht und Couscous macht, wäre jetzt ein Kardamom. Kennt ihr Kardamom?
Kardamom-Kapseln, kennt ihr? Irgendjemand wird sie vielleicht kennen. Das sind so Kaffeebohnengröße, so kleine Kapseln. Und die haben so einen intensiven Geschmack, irgendwo zwischen Kümmel und, wie könnte man das beschreiben, Minze vielleicht? Irgendwo eigen. Zwischen, sehr eigen, irgendwas zwischen Kümmel, Minze, Eukalyptus irgendwo da drinnen. Ist im asiatischen Raum total verbreitet. Ja. Gut, kriegt man mittlerweile beim Kotomi auch. Dankeschön. Im gut sortierten Lebensmittelfach. So oder nicht? Und jetzt nehmen wir einfach unseren Couscous da rein. Ja, sollte man im normalen Supermarkt schon kriegen. Ist definitiv beim Reis in der Nähe, ja. Ist immer bei diesen. Oder hier ist die ausländischen Sachen, hat das geheißen? Beim Amaranth und so, dann sind die ganzen Sachen drin. Ja, genau, richtig, dort, ja. Wo die ausländischen Spezialitäten hat das geheißen. Kochzeit, ausländische Affen sind die drin. Ja, wir hatten ein kleines Problem mit der Platte, die war uns zu schwach, jetzt hat das Wasser nicht getrocknet. Vielleicht. Das ist ein Problem, wo du gerade denkst, weil ich was gemacht habe. 3200 RPM. Ja. Soll ich den Wokan heizen für die Fensterluft? Nein, das machen wir auch genau. Haben wir noch eine Pfanne frei? Pfanne, ja, die. Ja, genau. Nehmen wir die, ja. Die ist gut. Die weiße, ja. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Wasser rein, erst und einmal ausspülst. So, jetzt haben wir dann den Couscous. Der wird so halb fertig werden wahrscheinlich. So. In der Zeit, die uns noch gegeben ist. Oder was kann man noch machen? Zeittechnisch? Zeitreise. Christian. Also die Couscous bringen wir auf jeden Fall noch zu den Meleanzahn in Deckung und dann hauen wir French Toast rein und dann verschwinden wir einfach. Genau. Und sagen, also lassen einfach alles so bar. Ja. Genau, richtig. Wir haben noch 15 Minuten, also wir schaffen das. Das glaube ich auch. Kein Problem. So. Die Zwiebeln sind auf der Strecke geblieben, aber wir werden es überleben. Ja, ich bin traurig. Er ist ein Zwiebelfan, ich bin eigentlich auch ein Zwiebelfan, aber schon lange her, dass ich so eine Kochvorführung gemacht habe. Jetzt lassen wir es nicht gut sein. So, einmal. So. Es will nicht. Ich kann aber helfen, nein. Ich brauche Wasser. Wasser. So. Dankeschön. So. Nichts Besonderes, aber zu Hause geht es auch ganz schnell. Vor allem, wenn man einen Herd hat, der es schafft, dass er das Wasser zum Kochen bringt. So. Ja, okay, mit der Pizza kann ich nicht konkurrieren. Es tut mir wirklich leid. Da werde ich ein bisschen abbeißen, glaube ich. Aber. Schön. Dankeschön. Danke. Bitte schön. Danke. Danke.
So, jetzt, das packt man auf. Würde ich normalerweise auch mit Butter ein wenig machen, aber da ist Öl nicht schlecht, weil Butter, wie gesagt, haben wir schon erwähnt, ziemlich schnell verbrennt. Und wir wollen ja fertig werden. Und da jetzt kein Olivenöl, weil es zu viel Eingeschmack hat? Da jetzt kein Olivenöl, natürlich, man kann sicher auch Olivenöl bei süßen Speisen verwenden. Das gibt es oft, auch bei auch Kürbiskernöl könnte man in ein Vanilleeis reinrühren und dann nochmal in den Tiefkühler stellen. Dann hätte man ein gutes Kürbiskernöl-Eis. Aber, Dankeschön. Aber das ist nicht jedermanns Sache und schon wirklich vielleicht für drei Viertel oder sogar die Hälfte aller Menschen, die potenziell das jetzt essen würden, da erinnern, vielleicht zu experimentell, ich kann es nicht sagen. Ich bin lieber auf der vorsichtigen Seite, bevor ich jemanden mit irgendwas irritiere oder wie soll man das sagen, mit zu viel Angeberei irgendwie auf die Schnauze falle. Also es ist besser, was Bekanntes wirklich gut zuzubereiten, als irgendwas Unbekanntes oder irgendwas Ungewöhnliches vielleicht schlecht zu machen. Das ist meine Philosophie. So, oder? Was? Das ist zu lang, oder was? Nein, passt alles. Perfekt. Liegen wir dort noch in der Zeit? Nein, alles sind wir dann. Das können wir schön noch. Wir haben ein Agreement mit dem Referenten danach. Okay. Wir können was? Hemmungslos überziehen. Weiß ich nicht. Das müssen wir mit meinem Publikum dann ausmachen. Je länger ihr braucht, umso schneller muss ich. Wir stechen sie mit Essen. Wir sind aber auch zum Essen, als sind zum Lernen da. Genau, am Samstagnachmittag, genau. Ja. Wir sind zur Unterhaltung da. Dass du es auch sehr gut machst, denke ich. Ne? Das riecht wirklich riecht schon gut. Riecht schon gut. Wollen wir den 10 Minuten Zucker? Noch, gell? Ja, also schaffen wir. Das schaffen wir noch. Da haben wir noch ein bisschen Veilchenzucker. Wie gesagt, der graut leicht an, wenn man trocknen lässt. Ist er riecht leicht nach Heu, muss man sagen. Ja. Wenn er frisch ist, ist er auf alle Fälle besser. Alles, was mit Veilchen ist, ist frisch am besten. Bis auf Veilchensirup und Veilchenessig, was auch ganz gut ist, finde ich. Veilchenessig kann schon was. Veilchenessig ist einfach nur Veilchen nehmen und ein wenig Apfelessig oder Weißweinessig reintun und da drinnen drei Tage ziehen lassen und danach abseilen. Das wäre Veilchenessig, ja. Muss man. Wir machen 4 Portionen. Ja, kein Problem. Sollen wir die noch aufschneiden? Nein, brauchst nur, wir haben eh noch Brioche da. Brauchst ja. Nur zwei Scheiben da reinhauen oder eine mal? Nein, wir machen, die sind ja das 4 Portionen. Ach so, okay. Ja, ja. Ich wollte zwei Scheiben pro Portion geben. Ja, jetzt haben wir eine. Dann können wir mehr verteilen. Okay, ja, machen wir so. Ist auch in Ordnung. Einladender. Ich würde sie ja noch zerschneiden und wieder daraus 8 machen oder noch mehr. Also schau, ich habe sogar. Ja, wieder Jesus mit dem Fisch und mit dem Brot am Fluss. So, Honig? Das ist Akazienhonig, habe ich jetzt auch noch da mitgenommen. So, jetzt machen wir mal einen Teller, noch einen Teller, noch einen Teller und noch einen Teller. Geht's? Heiß, aber es ist okay. Ich höre es dazu. Irgendwer tut es immer weh. Und irgendwer hat immer das Bummer, sagt man in Wien. Richtig. Ne? Anrichten mit Vanille. Genau, warte mal. Das Vanilleeis. Haben wir schon vorbereitet. Ein wenig Wasser haben wir noch da. Ja, das geht schon langsam an. Lassen wir es noch ein bisschen angehen. Da haben wir die ganzen Teller. Da haben wir dann jeweils noch ein wenig mehr Teller. Veilchenzucker drüber. Mit einem Steak abrunden, jawohl, beim nächsten Mal. Dem Martin müssen wir was geben, gell? Okay. Ich bringe das gleich dem Martin. Erzähl. Okay. Habe ich da noch was? Ich habe sogar noch, was habe ich da? Eine Zitronenmelisse habe ich noch.
was ich alles habe. Könnte auch Minze dazu tun, wenn man da Minze hat. Ja, wir haben jetzt die Minze schon beim Dings dazugegeben, ne? Von daher werden wir das jetzt nicht nochmal machen. Bringst du nochmal Zitronenmelisse? Und nochmal Zitronenmelisse. So. Nice, geht schon. Der erste Teller. So. Martin? Komm mal vor. Nein. Das ist das Machbare. Ja, okay. Nein. Das ist ja Eis drauf. Wer will vielleicht ein wenig Kaffee-Eis haben? Ja, einmal Kaffee-Eis hier. Eine Portion bitte mit Kaffee-Eis. Eine Portion mit Kaffee-Eis. Irgendjemand mit mehr Eis als sonst? Mehr Eis? Nicht das Eis aus dem Meer, ein wenig mehr Eis. Ihr müsst euch melden, ihr müsst schreien, gell? Wenn ihr schon was haben wollt. So. Haben wir noch zwei Teller vielleicht? Ja, hier, vorbereitet. Super. Wofür hast du die eigentlich gedacht gehabt, geplant gehabt? Die haben wir gedacht, vielleicht Zitrone oder Limette oder irgendwie sowas drüber reiben. Oder ein Quiche. Hä? Oder ein Quiche, ein bisschen anreiben. Nein. So, einmal. Zweimal. Zweimal. Platte aus. Zucker drüber. Zucker schon drauf. Ja. Zucker. Bitte schön. Wie heißt das schön? Deckel drauf, Katze tot. Löffel ist so. So. Martin, so gut, ich glaube, das sind schon die Leute für die nächste Veranstaltung. Oder? Wir verziehen uns. Wiederschauen. Danke für's Zuhören. Bis zum nächsten Jahr.